Ich. Habe ich Yasser gefragt. Da traue ich Nein, mich. du hast gesagt, du hast mit Arafat telefoniert und Arafat hat dir gesagt, er ist, warum lügst du, Alter? Hör auf mit den Lügen, dann wirst du ein Mensch. Yasser, du musst Ja. ihn nicht sagen. Du weißt doch, wie seine Taktik ist. Das ist seine Taktik. Erstmal, über den Post werde ich nichts sagen. Da werde ich anwaltlich gegen vorgehen, weil das werde ich mir nicht bieten lassen von denen. Punkt 1, mehr sage ich dazu nicht. Und ja, hast du wieder deine Sache an Bushido. Du und dein Don Johnson für Arme, kriegt ihr auch irgendwann mal einen Podcast hin, ohne uns zu erwähnen? Egal wie, die wissen. Warte, was, ohne auf unser Eier Geld zu verdienen, ohne Das, das. Arafat, vielleicht reagiert er so. Und das wird. Vielleicht reagiert er so, wallah. Vielleicht, es zeigt doch einfach, dass du ein cooler Typ bist, ein Gangster-Rapper, ein heulender Gangster-Internet-Rapper bist, bist wieder mit Polizei zu und Polizeischutz zur Verhandlung gekommen, obwohl du wieder in NRW ohne Polizeischutz bei deinen krassen Clan-Mitgliedern abhängst. Dann frage ich mich ganz ehrlich, lass doch einfach uns mal kurz beiseite und guck mal, ob du Erfolg hast. Reicht doch langsam. Und lieber Bushido, ich habe nie deine Mutter beleidigt, rahmatullah alayh. Ich habe nie deinen Vater beleidigt, rahmatullah alayh. Ich habe noch nie deine Kinder angegriffen. Uksumu billah, du hast seine Eltern besser behandelt wie er selber. Uksumu billah. Möge Allah deine Eltern höchste Stufe des Paradies legen. Möge Allah deine Kinder reichlich segnen. Hör doch auf diese Tränendrüse, Moralapostel und rede so. Mann, pack mich doch mal einfach aus deinem Kopf weg und mach doch dein Ding. Du hast doch Angst vor mir und du bist doch vor Angst auch nach Dubai gegangen. Und ich war ja so schrecklich. Übrigens habe ich dich so Multimillionär gemacht. Alles das, pack mich doch kurz beiseite. Es laufen doch Gerichte, es laufen Zivilgerichte. Übrigens, er kommt nur Zivilgerichte, wo es Geld gibt, ja. Und dein Don Johnson für Arme muss doch auch nicht hetzen. Oder? Ihr seid doch krass, Podcastplatz Nummer 1. Ja, nee. Du, kannst du das ohne meinen Namen oder Yassas Namen zu erwähnen? Geht das? Oder Mabarellos Namen zu erwähnen? Oder bist du der neue, warte, bist du der neue TikTok-Podcast-Mensch geworden? Ich werde Ansage gegen ihn machen. Ich werde einen Diss-Track schreiben. Ich bin am Schreiben. Ich schreibe selber. Wallah. Wallah. Ein Menschen wie Bushido, ganz öffentlich, empathielos, wenn du in Anspruch sagst, es regnet, der hat keine Gefühle mehr. Nur wenn es geht. Spiel dir das rein. Was für, Ich er sagt nicht, dass fordere er dich regnet, aber heraus, mit einer Hand gegen dich zu boxen, ohne einen Cent zu wollen. und Mit nochmal, einer hier, Hand. warte, und vielleicht reagierst du jetzt auch darauf. Don Johnson für Arme, ich habe nie gesagt, dass ich gegen Bushido für 1 Million kämpfe. Barello Hütte hat mich gefragt, ob ich für 1 Million gegen Bushido kämpfe. Ich habe gesagt, ich würde TikTok sportlich umsonst mit ihm kämpfen. Einen fairen Kampf. Aber da er nicht fair ist, weil es David gegen Goliath, egal. Arafat, Einfach. er ist egal wie, er nimmt die Sachen, er dreht sie um. Einfach ist egal. Lass doch unser Thema beiseite. Du bist doch Gangster, mach deinen Rap-Song. Du fickst alle, du fickst die Bullen, du fickst jeden und keine Ahnung wer. Du bist der krasse Millionär, du bist krass eloquent und du kannst reden. Du bist der krasseste. Ja, Ami, du bist der krasseste. Lass uns doch das Thema beiseite. Es laufen doch Gerichte. Warte doch ab. Aber weil wir angeklagt sind und wir nicht frei reden können und du denkst, und du mit deinen Falschaussagen da komplett alles getätigt hast, warte doch einfach ab und dann werden wir sehen. Ja, wallah, er ist ein Maskara, ja, sag ich dir, wie es ist. 42er, was ist seine Meinung zu Bushido? Wallah, Dennis, mein Bruder, steht, ich habe gar keine Meinung zu dem. Zitat Ein Ende. Podcast muss ja nicht, ein Podcast, ich kenne nicht eine Zeile, eine Silbe, wo er uns nicht erwähnt. Wenn er uns nicht erwähnt, guckt ihn keiner zu. Ich schwöre, ja, ich schwöre. Es ist einfach die Wahrheit. Papari, wallah, du hast ihn groß gemacht. Ohne dich wäre er nichts jetzt. Wallah. Wallah. Wirklich. Oh, weißt du, was ohne dich jetzt machen würde? Das ist ja wirklich, dass er sich nicht schämt, dass er sagt, ich hätte seine.
Gib mir, warte mal, gib mir ein Ding. Beweis mir ein Live-Ding, wo ich live war oder irgendwo, wo ich gegen deine Eltern geschossen habe. Mein Bart. Außer deine Lügen, die du vor Gericht gemacht hast, die zählen nicht, die kommen später. Aber sag einmal, wo ich einmal Ausdrücke gesagt habe über deinen Vater, Rahmatullah Ali, über deine Mutter, Rahmatullah Ali, oder einmal über deine Kinder geredet Weißt du, warum er so macht, Arafat? Weißt du, warum er so macht? Weil er weiß, was auf ihn zukommt, Wallah. Die habe. Wahrheit wird rauskommen. Ich meine, so meine ich das. Die Wahrheit wird über ihn rauskommen. Und er weiß, was auf ihn zukommt. Einmal, Und sie vergiss nicht, werden sein Bruder. wahres Gesicht erkennen. Und wallahi. ich sage euch ehrlich, der Bushido labert viel Scheiße und lügt wirklich viel, ja. Mittlerweile habe ich wirklich gesehen, Barello, ich habe über er seine Eltern, mal, ich habe über seine Eltern, Rahmatullah Alayhi, geredet, aber ich habe noch nie ein schlechtes Wort über die gesagt. Würde ich niemals machen. Ich höchstpersönlich habe seine Mutter, Rahmatullah Alayhi, und sein Vater, Rahmatullah Alayhi, begraben. Möge Allah die höchste Stufe des Paradieses geben. Aber du, bei Allah geht nichts verloren. Mehr sage ich nicht. Nimm doch einfach unseren Namen aus dem Mund, nicht mehr. Da brauchst du dich nicht hinsetzen und du brauchst nicht immer so tun, Coach noch und dies noch und Coach Frankie, Coach dies und immer so diese. Anjed, hat gar kein Leben mehr, Wallah Ich bin dir ehrlich, der hat mich, Dings, wie nennt man das? Der hat mir, Bushido, guck mal, Bushido redet immer von Drohungen, Drohungen, dies und das. Bushido mit seinem Rücken hat mir gedroht, ich soll gegen dich schießen. Bruder, ist kein Problem. Bei Ich Allah wurde geht nichts gedroht, ich verloren. wurde gedroht, da ist Problem, Hör weil ich zu, wurde gedroht, ich schieße gegen. hör mal zu, bei Allah geht nichts verloren. Und möge Allah Azza wa Jal jeden unterdrückte Volk, jede islamische Volk, jede unterdrückte Volk und die Palästinenser beistehen. Allahumma Amin, Allahumma Amin, Allahumma Amin. 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 Aber das, er hat mich wirklich Und gesteuert. ey, Ja? Ich Mann, jetzt schwöre eine Gott. Frage. Weil der Don Johnson für Arme hat ja meinen Namen heute öffentlich erwähnt. Und die ganze Szene ist Antisemit. Na, frag doch mal also ich bin kein Antisemit davon abgesehen. Ich glaube, du bist ein Islamhasser und mehr bist du nicht. Aber Ja. frag doch mal dein Busenkollege, mit dem du immer Podcast machst, was er darüber sagt. Oder hast du vergessen auch, wo er früher Free Palästina gemacht, für Palästina stand? Ach so, aber jetzt hat er ja seinen Glauben komplett verkauft, um euch zu gefallen, um dir, Rosbeck, zu gefallen. Also, Herr Rosbeck, rede über dich und rede über deinen Kollegen. Ja, und gut ist, lass uns doch einfach in Ruhe. Ja, so. Übrigens, wir Araber sind auch Semiten, davon abgesehen. Und jeder. Warum berichtet ihr nicht so 70 Jahre Völkermord gegen die Palästinenser? Größten Knast der Welt, Gazastreifen. Kinder werden entführt, Frauen werden verhaftet. Enteignung von Häusern, einfach so, ohne Wenn und Aber. Warum berichtet ihr nicht darüber? Warum? Warum? Bei Bushido, ich bin dir ehrlich, Papari, ich Ich schwöre. meine Bushido, ich meine, Ich weiß, du meinst die anderen, aber guck mal, allein das. Don Johnson für Arme, Aber er hat mal Papari, bei allein das Bushido. Axel Springer, ja, Zionisten, Punkt. Allein das Bushido mit Bild-Zeitung arbeitet und so, Bild-Zeitung sind Islamhasser. Deswegen, Papari, ich stehe komplett auf deiner Seite und alles, was du sagst, ist die Wahrheit. Wallah. Zeig mir einmal in der ganzen Karriere von Axel Springer, dass sie einmal berichtet haben, ein einziges Mal, dass die Palästinenser ermordet und umgebracht werden. Ein einziges Mal. Null. Null. Wallah, Ich wallah, will, dass er, lasst euch nicht den Mund verbieten, egal wer was sagt. Bleibt immer bei der Wahrheit. Palästinenser beispielsweise, die Unterdrücker sind, sagt das auch. Aber jeder auf dieser Welt weiß, wer der Unterdrücker ist. Jeder. Und ich bin kein Antisemit, okay? wallah. Ich kann nur sagen, du bist der King, Wallah, und du sagst immer die Wahrheit. Barello, Barello, Es gilt auch für Wallahi, das unterdrückte Wallahi, er Volk ist der ein Kurden. Bin ich Armutszeugnis auch bei auf Allah. deren Seite. Jedes Volk, was unterdrückt ist. Jeder möge Allah jedes Volk, was unterdrückt ist, Erleichterung geben. Amen.
Allahumma. Und möge Allah alle schlechten Menschen recht leiten und Lügner auch recht leiten. Wenn die nicht recht geleitet werden, möge Allah die alle vernichten. Dass ihr mich wieder getitelt habt, ist normal, ihr müsst Bushido gefallen, ihr müsst Bushido helfen. Aber alles gut. Das ist gut, egal.